Mein Name ist Dr. Thomas Richter. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe einen 6-jährigen Sohn. Nach meiner fachübergreifenden Ausbildung im Akutkrankenhaus und in verschiedenen Rehabilitationskliniken zum Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin arbeitete ich über 7 Jahre in der Chiemgau-Klinik in Marquardtstein als Oberarzt. In dieser Zeit erwarb ich auch die Zusatzbezeichnungen Sozialmedizin, Sportmedizin, Chirotherapie und Akupunkturen. Es folgte die Niederlassung in München und seit April 2010 arbeite ich jetzt hier im Orthopädiezentrum München-Ost zusammen mit den Kollegen in der überörtlichen Gemeinschaftspraxis mit den Standorten Grafing und Haar. Der Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin bietet ein breites Spektrum in der Erkennung und Behandlung von Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates, des Nervensystems und des Herz-Kreislauf-Systems. Gerade bei Wirbelsäulenleiden geht es in der Initialphase darum, die akuten Beschwerden zu beseitigen. Dazu benutzen wir die Schmerztherapie, medikamentöse Schmerztherapie mit Infiltrationen, mit Infusionen und im weiteren Verlauf bei Rückgang der Beschwerden nutzen wir dann die Möglichkeit der Physiotherapie und unterstützen das Ganze durch die Akupunktur, begleitend durch medikamentöse Schmerztherapie. Wichtig ist, dass wir die Akutbeschwerden beseitigen in der Primärphase, damit der Physiotherapeut eben es leichter hat, mit ihnen zu arbeiten. Gerade auch durch die Physiotherapie werden immer wieder Reizsetzungen zu Beschwerden führen können. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass sie möglichst schmerzfrei damit beginnen. Deswegen wird in der Anfangsphase eben eine akute Schmerztherapie durchgeführt mit Infusionen und Medikamenten und in der weiteren Phase dann das Ganze ergänzt durch die Physiotherapie, Akupunkturen und gegebenenfalls fortgesetzt. Natürlich bei Beschwerden an den Gelenken arbeiten wir natürlich ähnlich. Also auch hier werden zunächst Maßnahmen durchgeführt, um die akuten Beschwerden zu beseitigen. Das kann dazu führen, dass man infiltrieren muss, dass man die Gelenke punktieren muss, dass man eine Gelenkentlastung durchführen muss, insbesondere bei Reizergüssen. Und dann in der Folge eben nach einer Entlastungsphase dann mit Physiotherapie beginnt. Die Einleitung dieser Maßnahmen muss also abgestimmt sein, je nach dem Grad der Beschwerden und aufeinander aufbauen. Das ist meine wesentliche Aufgabe, das zu steuern und dann eben auch gerade bei den Patienten, die operiert wurden, dann im Rahmen der Nachbehandlung hier in gleicher Weise vorzugehen.